Der Blick auf Europa war immer ein hoffnungsfroher, einer, der etwas mit wachsendem Wohlstand, mit Prosperität zu tun hatte, natürlich auch gerade in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Stabilisierung des Friedens. Aber zum ersten Mal, spätestens seit der Finanzkrise, sind wir damit konfrontiert, dass dieses Bild in vielen europäischen Mitgliedstaaten brüchig geworden ist. Und in unserem Land, das so sehr von der europäischen Einigung profitiert hat und bis heute profitiert, wir sind ja nicht nur die politischen, die kulturellen, sondern auch die ökonomischen Gewinner der europäischen Einigung. In unserem Land existiert zunehmend der Mythos, wir seien als Deutsche der Lastesel der Europäischen Union, auf deren Schultern sozusagen alles Übel Europas ruhe. Eine schlimme Darstellung der europäischen Entwicklung auch für unser Land. Die Ursachen für Populismus und für das Abwenden von Europa sind wahrscheinlich vielfältig. Aber natürlich sind 26 Millionen Menschen ohne Arbeit auf dem Kontinent etwas, was wir auf Dauer nicht durchhalten werden. Darunter Millionen von jungen Leuten, die anders als ich Europa nicht als Hoffnung, sondern als Bedrohung für ihre eigene Zukunft wahrnehmen. Und es ist ja kaum zu erklären, dass wir, ich glaube, vor 2 Jahren 6 Milliarden Euro in Europa zur Verfügung gestellt haben zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und die ersten 1,5 Jahre nur ein einziges Land von diesem Programm Gebrauch gemacht wird. Heute sind es, glaube ich, ein paar mehr, 3. Und dass das Geld nicht abfließt und gleichzeitig der Ruf lautet, wir brauchen mehr Geld. Es kann nicht wahr sein, dass Europa dort, wo wir finanzpolitische Möglichkeiten zur Verfügung stehen, dann nicht in der Lage ist, die so einzusetzen, dass tatsächlich damit Sinnvolles getan wird. Ein wesentliches Element der Wachstums- und Konsolidierungsstrategie, die den Kern des Stabilitäts- und Wachstumspakts ausmacht, ist zudem natürlich die angemessene Beteiligung des Finanzsektors an den Kosten der Krise. Das hat übrigens nicht nur einen ökonomischen Hintergrund, sondern es hat auch einen moralischen. Es kann sozusagen das Argument, das dahinter steht, ist, dass man auf der einen Seite vielleicht gerade noch so erklären konnte, warum wir Milliarden der Steuerzahler genutzt haben, um Banken zu stabilisieren, die ja in die Schieflage gekommen sind wegen des Verhaltens an den Finanzmärkten, aber dass dann, wenn dort wieder Milliarden Gewinne gemacht werden, niemand wenigstens mal einen Teil dazu beitragen muss, die dadurch gemachten Schulden zu reduzieren. Das können wir nirgendwo in Europa unseren Bürgerinnen und Bürgern erzählen. Es nützt nichts, jeden Tag erneut darüber zu lamentieren, dass die Bürgerinnen und Bürger sich von Europa entfernen, wenn wir in der politischen Praxis nicht auch zeigen, dass wir in der Lage sind, ganz normale Empfindungen für Recht und Unrecht und Fairness in Europa wirksam werden zu lassen. Mit der Einführung einer Finanztransaktionssteuer besteht dann endlich die Chance, der Europäischen Union weitere Mittel zu geben, damit sie gezielt Investitionen und Wachstum anregen kann. Noch übrigens würde die Finanztransaktionssteuer zu einer Steuer der Mitgliedstaaten werden. Ich vermute, dass zum Beispiel auch in meiner Partei die Ministerpräsidenten, wie soll ich das zurückhaltend sagen, begrenzte Begeisterungsstürme dafür empfinden, wenn man auf die Idee käme, sie sozusagen Europa zur Verfügung zu stellen. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass wenn wir es ernst meinen mit Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit Europas, dann muss die Finanztransaktionssteuer Schritt für Schritt zu einer europäischen Steuer werden, denn dort müssen die Mittel eingesetzt werden und nicht sozusagen lediglich der Erfüllung des alten Sprichworts dienen, das Steuern einnehmen sinnlich macht. Deswegen, ich glaube, an der Stelle brauchen wir mehr und nicht weniger Europa. Das gilt übrigens auch beim Thema Steuerdumping. Es ist auch eine Frage von Fairness, von moralischen und ethischen Grundsätzen. Ich kann den Mittelständlern Berlins, jedem Bäckermeister, der hier einen kleinen Betrieb hat, nur nicht erklären, warum er im Ergebnis höhere Steuersätze hat als Konzerne wie Amazon, Google, Starbucks und andere. Wir brauchen zukunftsfähige Investitionen, die Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum stärken, etwa Ausbau der digitalen Infrastruktur, ich habe schon gesagt, vor allen Dingen auch im Energiemarkt. Vor allen Dingen muss der neue Fonds einen Zusatzbeitrag leisten. Es darf nicht einfach sein, dass die Staaten, Deutschland hat das im ersten Gang auch nicht anders gemacht, da alles das hinmelden,
naja, was man so zu Hause schon immer für wünschenswert gehalten hat. Da, finde ich, sind harte Kriterien notwendig. Deutschland wird sich übrigens mit einem Beitrag von 8 Milliarden Euro über die KfW an dem Kreditrahmen zusätzlich beteiligen, um das Programm weiter auszubauen.